Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund 2. Die Partie endete 3:0. Auf dem Podium neben mir begrüße ich die beiden Cheftrainer. Zu meiner Rechten Gästetrainer Christian Preußer und zu meiner Linken SGD-Cheftrainer Markus Anfang. Wie immer haben die Gäste das erste Wort. Herr Preußer, ich würde Sie um Ihre Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Ich fange mal mit einer außersportlichen Sache an, weil ich bin ja jetzt noch nicht so lange beim BVB und wir hatten jetzt das vierte Auswärtsspiel. Ich will einfach mal unterstreichen, dass was wir für einen Support auswärts bekommen, das ist natürlich wirklich, wirklich gut. Wir waren jetzt in Mannheim, wir waren jetzt in Saarbrücken, in Wiesbaden und jetzt hier und das ist schon außergewöhnlich gut. Das kann uns auch durch die Saison tragen, weil wir ja gerade keine leichte Situation haben, das sieht man ja an der Tabelle. Aber das merken die Jungs, das ist wichtig für uns, das brauchen wir auch, unterstützt zu werden und das wollte ich vorab mal erwähnt haben. Glückwunsch zum Sieg nach Dresden. Ich finde, dass das Ergebnis zu hoch ausgeht. Ich glaube, dass wir nicht mutig genug in der ersten Halbzeit waren. Wir haben unheimlich viele Querbälle gespielt. Wir sind nicht richtig in die letzte Linie gekommen. Das haben wir relativ deutlich auch in der Halbzeit angesprochen, weil das war mir dann einfach zu wenig im Sinne von, wir wollen nach vorne spielen, wir wollen in den Strafraum kommen. War Ballbesitz wahrscheinlich relativ viel bei uns, aber eigentlich nicht gefährlich. Das war nicht gut. Klar, und dann gehören Standardsituationen zum Spiel dazu. Da mussten wir halt richtig Lehrgeld bezahlen, dass wir uns die Standards angucken von Dresden, ist ja völlig klar. Und dass wir die besser verteidigen müssen, ist auch völlig klar. Mich ärgert der Elfmeter sehr, weil wir uns nicht wegdrehen wollen in der Mauer. Und deswegen kommt genau diese Handspielbewegung rein. Dann gibt es Elfmeter und dann wird's halt mit einem eher weniger richtig schwer. Was ich extrem gut fand, ist, dass wir, und das ist so die DNA, die wir haben, und das wird auch unberührt von der Tabellensituation bleiben, dass wir uns da nicht 4-4-1 hinten reinhauen und gucken, dass wir irgendwie das Spiel überstehen, sondern wir haben gute Balleroberungen gehabt mit einem weniger. Wir haben richtige Möglichkeiten nochmal im Umschaltspiel bekommen, war nicht sauber genug. Aber ich habe aus dem Spiel heraus dann eigentlich keine Torchance von Dresden gehen. Das haben wir gut gemacht, aber unterm Strich gehören Standardsituationen zum Spiel dazu und dann steht da eine 0-3-Niederlage. Und damit werden wir dann umgehen und nächste Woche geht es dann weiter. Dresden wünsche ich für den Verlauf der Saison alles Gute. Vielen Dank, Herr Preußer. Kommen wir nun zu dir, Markus. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir das Spiel 0 gestalten. Das war für uns das Allerwichtigste, dass wir gut und kompakt stehen, dass wir wenig zulassen, dass wir nach vorne hin immer wieder eine gewisse Torgefahr auch ausstrahlen können. Das wissen wir, das haben wir auch letzte Woche schon gehabt. Aber wir hatten halt in den Spielen, und da haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt, wie 60, Elversberg, Viktoria Köln, haben wir sehr viel nach vorne gespielt, im Pokal sehr viel nach vorne gespielt und waren dann auch teilweise in vielen Phasen der Spiele auch die bessere Mannschaft, haben sehr viele Torchancen kreiert und haben am Ende aber einfach zu viele Gegentore bekommen. Schlussfolgerung für uns war, wir müssen halt gucken, dass wir 0 spielen, wir müssen halt gucken, dass wir besser verteidigen. Und das haben wir jetzt 2 Spiele lang sehr gut gemacht. Wir haben jetzt von den 4 Spielen, die wir gewonnen haben, haben wir 4 Spiele 0 gespielt. Das zeigt auch, wie der Weg sein muss, nämlich, dass wir erstmal kompakt und gut stehen und gut gegen den Ball arbeiten. Und nach vorne hin kriegen wir immer wieder eine Möglichkeit, Tore zu machen. Ob es dann jetzt mal Standardsituationen sind, das waren die ersten, die mal reingegangen sind. Wir haben da auch leider zu wenig draus gemacht bisher im Verlauf der Saison. Freuen uns natürlich, dass wir das heute hinbekommen haben. Und ja, dann muss man sagen, dass die Mannschaft leidenschaftlich verteidigt hat und wir haben auch, glaube ich, keine großartige Torschance vom Gegner aus dem Spiel heraus zugelassen. Das war auch gut von uns. Insgesamt, glaube ich, können wir darauf aufbauen, können natürlich auch besser Fußball spielen nach vorne. Aber wie gesagt, das bringt dir alles nichts, wenn du hinten nicht die Null halten kannst, dann verlierst du die Spiele. Und deswegen war der Ansatz so, und das haben die Jungs gut gemacht. BVB, alles Gute, haben eine gute Mannschaft, haben eine hohe individuelle Qualität, viele junge, gute Fußballer. Das sieht man dann auch immer wieder, ist auch schwer, dann die zu verteidigen. Wünsche ich alles Gute für die Saison und wir sind erstmal glücklich damit, dass wir nach dem Derby nachlegen konnten. Dankeschön. Danke auch dir, Markus, für deine Eingangsworte. Kommen wir nun zu den Kollegen im Raum. Bitte per Handzeichen. Jan Arndt, Bild Dresden. Fängt an. Trainer, wird die Dreierkette jetzt zur Erfolgskette? Weiß ich nicht. Wir mussten halt was verändern, weil wir halt, wie gesagt, zu viele Gegentore bekommen haben. Teilweise Gegentore aus dem Nichts. Und haben halt gesagt, das müssen wir halt schauen, dass wir da eher ein bisschen kompakter stehen. Das geht dann vielleicht mal ein bisschen zu Lasten des Offensivspiels. Aber entscheidend war für uns halt, dass wir in der Defensive gut und kompakt stehen. Und wir haben immer gesagt, die Jungs müssen sich wohlfühlen auf dem Feld. Und das machen sie gerade.
Und ob es dann jetzt am Ende das Erfolgserlebnis oder Erfolgsgeheimnis sein wird, das wird sich zeigen. Wir können auch mit der Viererkette gut verteidigen. Allerdings ist uns das mit den Dreien hinten ganz gut gelungen. Aber da gehört auch der Stürmer dazu, der vorne schon gut anläuft. Ja, wir gehen zu Tino Meyer, Sächsische Zeitung. Herr Anfang, es gab diese Woche zwei Rückkehrer, Akaki Gokia, Niklas Hauptmann. Wenn man hätte vorher die Fans gefragt und auch im Umfeld, hätte man gedacht, Gokia fängt an, Hauptmann kommt. Sie haben sich genau andersrum entschieden. Können Sie kurz zwei, drei Gründe nennen, warum Sie genau so aufgestellt haben? Also speziell bei den beiden jetzt, was dazu geführt hat. Ja gut, Hauptmann kennen wir ja noch aus der Kölner Zeit. Der kennt natürlich noch ein bisschen was, wie wir da gespielt haben. Und nach dem Training hat das ganz gut gemacht. Ist er auch der Spieler, der sehr viel Ballbesitz dann eigentlich auch uns nochmal bescheren kann. Hat heute auch meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht. Wenn er dann in Aktion war, hat er Foulspiele gezogen oder hat den Ball auch ganz gut halten können. Und bei Andi ist es halt so, dass der vielleicht auch ein Spieler ist, der mehr dann im Offensivverbund und mehr über die Flügel auch kommen kann. Kann natürlich auch im Zentrum spielen, hat das auch dann nachher hinten raus gemacht. Und wir wollten einfach einen Spieler noch mit dazu haben, der mehr ein Achter ist und weniger ein Außenbahnspieler oder ein Zehner ist. Gibt es weitere Fragen? Ja, da war noch eine. Jan Arndt nochmal, ja. Christian Conte musste raus. Ist da schon bekannt, was ist was Schlimmeres? Oder denken Sie, dass er nächste Woche wieder zur Verfügung steht? Er hatte im Training schon mal so eine Situation unter der Woche, wo er einen Schlag auf den Fuß bekommen hat. Und ich glaube, das war jetzt dann in dem Spiel wieder so, dass dieselbe Stelle, glaube ich, wieder getroffen worden ist. Und dann ging es halt nicht weiter. Jetzt müssen wir mal schauen. Morgen werden wir wahrscheinlich da mal Untersuchungen machen. Oder sind halt jetzt schon in der Kabine mal kurz durchchecken, wie es aussieht. Aber noch wissen wir nicht genau, was da los ist. Sind noch weitere Fragen offen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bleibt mir noch zu sagen, unseren Gästen eine gute Heimreise. Allen Zuschauern vielen Dank fürs Zuschauen und habt ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.